Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meinem PHP5-Lehrgang für Einsteiger. In der 23. Lektion wollen wir uns jetzt hier mit Session-Variablen bezeichnen, wie man da Werte an andere Seiten übergeben kann. Da müssen wir erst einmal klären, was sind Session-Variablen. Session-Variablen können Werte aufnehmen auf einer bestimmten Seite und in einer anderen Seite, die getrennt davon läuft im Browser, können diese Werte dann übernommen werden. Also man ist nicht auf eine einzige Webseite beschränkt. Gehen wir gleich wieder in das Listing hinein. Wir haben hier wieder den PHP-Tag, der reicht in dem Fall hier von der ersten Seite bis zur 10. Seite. Und dann haben wir hier ganz unten in der 11. Zeile einen Link, meistens ja von HTML, das ist ein A-Link mit href, wird dann eben dann die Seite angegeben, auf die dann verlinkt wird. Da ist der Text, hier geht es zur nächsten Seite. Und das wird hier eingeschlossen mit dem A, also wenn ich dann hier das anschaue, wird hier dieser Link erzeugt. Wenn ich hier drauf drücke, springt man zu dieser hier herinnen angegebenen Seite. Aber jetzt natürlich zum eigentlichen PHP-Bereich. Und da ist es hier wichtig, dass immer wenn man mit Session-Variablen arbeitet, dass ganz oben auf der Seite, das ist ganz wichtig zu betonen, immer Session-Start verwendet. Falls du diese Zeile vergessen solltest, wird die Arbeit mit Session-Variablen dir keine Freude bereiten, weil es nämlich nicht funktionieren wird. Schauen wir uns das hier an. Also hier wird das Ganze dem Computer angezeigt, PHP angezeigt, dass es hier bald um Session-Variablen gehen wird. In der 5. Zeile weise ich jetzt hier einer normalen Variable einen Wert von 10 zu. In der 6. Zeile, und das heißt hier die besondere Schreibweise vom Session-Variablen, $unterstrich groß geschrieben Session, dann eckige Klammer und dann hier mit der einfachen Anführungszeichen dann eine Bezeichnung deiner Wahl, A, B, C oder Hallo oder Habakuk, was auch immer, wird dann ein Wert zugewiesen. Das wäre hier zum Beispiel der Wert, den wir vorher in $A gespeichert haben. Es wird dann hier in der Zeile 7 mit einer normalen Echo-Anweisung der Wert dann für $A ausgegeben. Hier siehst du eine Maskierung. In der vorgehenden Lektion haben wir gelernt, dass hier dieser Backslash es erst möglich macht, dass man überhaupt $A hier auf der Webseite ausgeben kann. Also nicht den Wert, sondern dass wirklich $A dort steht. Sonst Dollar gar nicht, sonst würde nur 10 ausgegeben werden zum Beispiel. Dann hier dasselbe ist notwendig hier, dass man Session ausgeben kann, weil es ja auch ein Begriff ist, der im PHP immer sonst verwendet wird. Da wird dann der Wert ausgegeben, das ist genau derselbe Wert hier. Und da wir schon besprochen haben, dass man auf eine andere Seite verwiesen wird, hier haben wir die Seite Session Variable 01, und soll auf Session Variable 02 verwiesen werden. Schauen wir uns an, wie die ausschaut. Session Start. Wieder, wie immer, am Anfang oben, damit man überhaupt Session-Variablen verwenden kann. Und hier wird der Session-Wert dann auch ausgegeben. Und der Wert wird dann auch verwendet, auf der zweiten Seite, weil er hier vorher zugewiesen wurde. Schauen wir uns das an. Ich springe zur nächsten Seite. Und es wird dann tatsächlich hier der Wert von 10 ausgegeben. Und er würde nicht ausgegeben werden, wenn ich hier zum Beispiel keinen Session-Start hätte oder überhaupt nur schreiben würde, zum Beispiel echo$A. Wieder hinschreiben, dass er die Variable gar nicht kennt. Das heißt, wenn ich auf mehreren Seiten dieselben Werte verwenden möchte, dann ist es empfohlen, hier die sogenannten Session-Variablen zu verwenden. Das ist sicherlich eine etwas anspruchsvollere Sache, das dann auch sich gut einzuprägen und das ist, deswegen ist auch notwendig, dass du hier unten diese Aufgabenstellung versucht zu bewältigen, damit du das dann auch gleich gut einübst. Ja, von meiner Stelle hier wieder ein Danke für das Zuhören und Zuschauen. Danke!